Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Gregor Gysi. Also, meine Damen und Herren von der Union und von der FDP, ich bedanke mich für Ihren langen Begrüßungsbeifall. Aber abgesehen davon glaube ich, Frau Bundeskanzlerin, mit dieser Rede haben Sie Ihre Fraktion nicht gerettet. Dazu war sie zu oberflächlich und ist auf. Also, von unser aller Geld, das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aller Eurostaaten, dass sie von diesem Geld Kredite für 1,5% Zinsen bekommen und dann geben sie das weiter an Griechenland für 18% Zinsen. Das ist eine unvertretbare Zocke, die sie zulassen und gegen die sie nichts unternehmen. Nicht sein sollen. Kommen Sie mir nicht mit Ihrer blöden West-LB, die Sie mit in den Sumpf gefahren haben, und zwar, weil Sie verlangt haben, dass die wirkt wie die Deutsche Bank, statt zu sagen, sie soll eine öffentlich-rechtliche Bank sein. Die Sparkassen, die sind öffentlich-rechtlich und die sind nicht unser Problem. Zur Finanzierung der gesamten Krise. Die haben Sie verursacht, die sind dadurch reich geworden und Sie müssen keinen halben Cent von Ihrem Vermögen darauf bezahlen. Das ist nicht hinnehmbar, was Sie hier an Ungerechtigkeit organisieren. Keine Grundwerte, keine Grundüberzeugung. Verstehen Sie, ich muss Ihnen ja immer Ihre Leute zitieren, weil Sie uns nicht glauben. Aber wahr ist es trotzdem. Aber in Paris, Frau Merkel, hören Sie mir mal einen Moment zu. Ich möchte eine Erklärung haben. Sie haben dort mit Herrn Sarkozy ein Papier verabschiedet zum zweiten Griechenland, zur zweiten Griechenlandhilfe. Und dann höre ich in der Heute-Sendung im ZDF, dass dieses Papier wortwörtlich bis zum letzten Komma abgeschrieben ist von einem Papier des Internationalen Bankenverbandes, dessen Präsident zufällig Josef Ackermann heißt. Also genau wie der Chef der Deutschen Bank. Ich finde das den Gipfel. Da müssen Sie doch nicht nach Paris fahren. Das können Sie auch am Telefon klären, dass Sie ein Papier nur abschreiben. Nur, ich finde, das zeigt doch die Abhängigkeit. Hat man einen Binnenmarkt, dann gibt es keinen Export mehr. Sie haben es bis heute nicht verstanden. Wir exportieren nicht nach Griechenland. Auch nicht nach Spanien, auch nicht nach Irland, auch nicht nach Portugal. Wir haben, ja, Herr Kauder, hören Sie mal zu, dann vielleicht verstehen Sie es auch. Wir haben einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung. Wissen Sie, wenn Sie da von Export sprechen, müssten Sie auch sagen, Bayern exportiert nach Schleswig-Holstein. Sie haben es nicht begriffen. Und Ihr System besteht... Verkauf. Aber nun bleibe ich mal bei der Theorie auch der Grünen und der SPD, dass das ja hilft den Demokratie- und Freiheitsbewegungen und schadet den Diktaturen. Dann erklären Sie mir zwei Sachen. Warum haben Sie noch nie Bomben auf Bahrain gefordert und warum haben Sie noch nie Bomben auf Syrien gefordert? Warum? Warum? Warum nicht auf Bahrain und nicht auf Syrien? Ich kann es Ihnen sagen. In Bahrain ist der größte amerikanische Stützpunkt und in Bahrain sind die Saudi-Arabis einmarschiert, an die Sie alle zusammen Waffen für 700 Millionen Euro verkauft haben. Und die Saudi-Arabis schießen auf die Freiheits- und Demokratiedemonstranten. Deshalb kommen Sie gar nicht auf die Idee, dort zu bombardieren. Und bei Syrien gibt es auch eine einfache Begründung. Syrien hat nur ein ganz bisschen Erdöl und Libyen hat ganz viel. Und ich sage Ihnen das, das kotzt mich wirklich an. Seit tausenden Jahren, wenn man genau hinsieht bei Kriegen, stehen immer ökonomische Interessen dahinter. Lassen Sie sich doch da nicht mit hineinziehen, wie Sie das in den letzten Jahren ständig gemacht haben. Ständig gemacht haben. Und an Saudi-Arabien verkaufen wir jetzt ja auch noch Zusätze und belasten nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Ende kommen. Herr Thierse, das tut mir sehr leid. Ich hätte Ihnen gern noch die Rente erklärt. Das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Die Steuer hätte ich Ihnen auch gerne noch erklärt. Muss ich auch beim nächsten Mal machen. Aber eins sage ich Ihnen zum Schluss. Ihre Regierung, Frau Bundeskanzlerin, ist am Ende. Sie laufen den Banken nur noch hinterher. Sie haben nicht die Kraft, die Diktatur der großen privaten Banken, Fonds, Versicherungen, Hedgefonds, also des Finanzmarktes, zu brechen, um Frieden, soziale Gerechtigkeit, ökologische Umgestaltung und Demokratie zu erkämpfen, was wir dringend brauchen. Aber ich sage Ihnen auch, es gibt nur noch eine politische Partei, die diese Krise meistern kann. Es tut mir leid, Ihnen das so klar und eindeutig sagen zu müssen. Das ist die Partei, die bei allen diesbezüglichen Analysen immer richtig lag, was Sie nur viel zu langsam begreifen. Es ist die Partei, die Sie alle besonders mögen, nämlich die Linke. Ein paar Beispiele nennen. Jürgen Trittin hat es schon gesagt, Frauen dürfen nicht Auto fahren. Es gibt keine Wahlen. Es gibt keine legale Opposition. Es gibt Todesurteile. Es gibt Folter. Es gibt öffentliche Auspeitschung. Es gibt das Abhacken von Händen. Und dahin liefern Sie Waffen, dahin liefern Sie Panzer. Das ist doch nicht zu fassen. Das muss man mal ganz klar sagen.
und dann dagegen gesagt oder dagegen getan. Wie glaubwürdig ist denn ein Krieg gegen Terrorismus, wenn man gleichzeitig an diejenigen, die den Terrorismus bezahlen, Panzer liefert? Das ist nicht hinnehmbar. Nun ist es auch interessant, sich anzusehen, ob denn die Banken ihr Verhalten verändert haben. Aber die machen wieder Geschäfte mit Steueroasen. Sie spekulieren durch die ganze Welt, als ob es die ganze Krise nicht gegeben hätte. Weil sie nicht die Kraft haben, eine einzige wirksame Regulierungsmaßnahme zu beschließen, die wir dringend benötigen würden. Finanzminister, jetzt haben ja übrigens die G7 Finanzminister. Ich streite mich also gerne mit Ihnen. Herr Kollege Gysi, ich wollte nur darauf hinweisen, der Kollege Gysi hat noch gut eine Minute Redezeit. Danach sind von allen Fraktionen weitere Redner gemeldet. Und vielleicht können wir uns auch auf diese Abfolge verständigen. Das ist sehr freundlich, Herr Präsident. Sie müssen nur, ich kann das verstehen, wir haben schon Schwierigkeiten, wenn ich nur 7 Minuten rede. Aber das ist ja auch nachvollziehbar. Im Übrigen haben die G7... Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Röttgen, eine Sache müssen wir mal erklären. Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt. Heute, Herr Kauder, Herr Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre Sachverständige Beratung. Aber selbstverständlich, ich wollte das gerade, Herr Präsident, Herrn Kauder anbieten. Da er davon keine Ahnung hat, werde ich Ihnen das gerne erklären. Aber es kostet Sie ein teures Essen, und damit das klar ist. Aber davon abgesehen wird der Bundestag heute mit den... Wenn Sie jetzt plötzlich einen Wechsel vornehmen, hätten Sie ja eigentlich Ihre Parteien fragen müssen, ob die damit einverstanden sind. Aber um Ihre Demokratie will ich mich nicht weiter kümmern. Ich wollte nur auf die Begrenztheit hinweisen. Und jetzt werden wir mal zu den Zielen Stellung nehmen, die Sie aufgeben und die wir für wichtig halten. Also, trotzdem, aber ich bitte Sie... Nein, passen Sie auf. Ganz umgekehrt, Herr Kauder, stimmen Sie doch erstmal der Grundgesetzänderung zu. Ich verspreche Ihnen, wenn wir das Grundgesetz heute ändern, lassen wir uns auch auf einen Kompromiss ein. Mal sehen. Ich wollte eigentlich etwas anderes hinaus, nämlich auf die Annahme Marxes. Das ist ja auch frech. Auf die Annahme Marxes, der sagt, das Subjekt der Veränderung der Welt müsste doch die gesellschaftliche. Geschäfte mit Steueroasen. Sie spekulieren durch die ganze Welt, als ob es die ganze Krise nicht gegeben hätte, weil sie nicht die Kraft haben, eine einzige wirksame Regulierungsmaßnahme zu beschließen, die wir dringend benötigen würden. Finanzminister, jetzt haben ja übrigens die G7 Finanzminister. Ich streite mich also gerne mit Ihnen. Herr Kollege Gysi, ich wollte nur darauf hinweisen, der Kollege Gysi hat noch gut eine Minute Redezeit. Danach sind von allen Fraktionen weitere Redner gemeldet. Und vielleicht können wir uns auch auf diese Abfolge verständigen. Das ist sehr freundlich, Herr Präsident. Sie müssen nur, ich kann das verstehen, wir haben schon Schwierigkeiten, wenn ich nur 7 Minuten rede. Aber das ist ja auch nachvollziehbar. Im Übrigen haben die G7... Herr Präsident, meine Damen und Herren, also Herr Röttgen, eine Sache müssen wir mal erklären. Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt. Heute, Herr Kauder, selbstverständlich. Herr Kollege Gysi, für die Klärung dieses Unterschieds stellen Sie doch sicher Ihre Sachverständige Beratung. Aber selbstverständlich, ich wollte das gerade,
Ich wollte das gerade, Herr Präsident, Herrn Kauder anbieten. Da er davon keine Ahnung hat, werde ich Ihnen das gerne erklären. Aber es kostet Sie ein teures Essen, nur damit das klar ist. Aber davon abgesehen wird der Bundestag heute mit den... Wenn Sie jetzt plötzlich einen Wechsel vornehmen, hätten Sie ja eigentlich Ihre Parteien fragen müssen, ob die damit einverstanden sind. Aber um Ihre Demokratie will ich mich nicht weiter kümmern. Ich wollte nur auf die Begrenztheit hinweisen. Und jetzt werden wir mal zu den Zielen Stellung nehmen, die Sie aufgeben und die wir für wichtig halten. Also, trotzdem, aber ich bitte Sie... Nein, nein, passen Sie auf. Ganz umgekehrt, Herr Kauder, stimmen Sie doch erstmal der Grundgesetzänderung zu. Ich verspreche Ihnen, wenn wir das Grundgesetz heute ändern, lassen wir uns auch auf einen Kompromiss ein. Mal sehen. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich auf die Annahme Marxes. Das ist ja auch frech. Auf die Annahme Marxes, der sagt, das Subjekt der Veränderung der Welt müsste doch die gesellschaftliche... Verstehen Sie, ich muss Ihnen ja immer Ihre Leute zitieren, weil Sie uns nicht glauben. Aber wahr ist es trotzdem. Aber in Paris, Frau Merkel, hören Sie mir mal einen Moment zu. Ich möchte eine Erklärung haben. Sie haben dort mit Herrn Sarkozy ein Papier verabschiedet zum zweiten Griechenland, zur zweiten Griechenlandhilfe. Und dann höre ich in der Heute-Sendung im ZDF, dass dieses Papier wortwörtlich bis zum letzten Komma abgeschrieben ist von einem Papier des Internationalen Bankenverbandes, dessen Präsident zufällig Josef Ackermann heißt. Also genau wie der Chef der Deutschen Bank. Ich finde das den Gipfel. Da müssen Sie doch nicht nach Paris fahren. Das können Sie auch am Telefon klären, dass Sie ein Papier nur abschreiben. Nur, ich finde, das zeigt doch die Abhängigkeit. Hat man Binnenmarkt, dann gibt es keinen Export mehr. Sie haben es bis heute nicht verstanden. Wir exportieren nicht nach Griechenland. Auch nicht nach Spanien, auch nicht nach Irland, auch nicht nach Portugal. Wir haben, ja, Herr Kauder, hören Sie mal zu, dann vielleicht verstehen Sie es auch. Wir haben einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung. Wissen Sie, wenn Sie da von Export sprechen, müssten Sie auch sagen, Bayern exportiert nach Schleswig-Holstein. Sie haben es nicht begriffen. Und Ihr System besteht... Verkauf. Aber nun bleibe ich mal bei der Theorie auch der Grünen und der SPD, dass das ja hilft den Demokratie- und Freiheitsbewegungen und schadet den Diktaturen. Dann erklären Sie mir zwei Sachen. Warum haben Sie noch nie Bomben auf Bahrain gefordert und warum haben Sie noch nie Bomben auf Syrien gefordert? Warum? Warum? Warum nicht auf Bahrain und nicht auf Syrien? Ich kann es Ihnen sagen. In Bahrain ist der größte amerikanische Stützpunkt und in Bahrain sind die Saudi-Arabis einmarschiert, an die Sie alle zusammen Waffen für 700 Millionen Euro verkauft haben und die Saudi-Arabis schießen auf die Freiheits- und Demokratiedemonstranten. Deshalb kommen Sie gar nicht auf die Idee, dort zu bombardieren. Und bei Syrien gibt es auch eine einfache Begründung. Syrien hat nur ein ganz bisschen Erdöl und Libyen hat ganz viel. Und ich sage Ihnen das kotzt mich wirklich an. Seit tausenden Jahren, wenn man genau hinsieht bei Kriegen, stehen immer ökonomische Interessen dahinter. Lassen Sie sich doch da nicht mit hineinziehen, wie Sie das in den letzten Jahren ständig gemacht haben. Ständig gemacht haben. Und an Saudi-Arabien verkaufen wir jetzt ja auch noch Zusätze und belasten nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Ende kommt. Herr Thierse, das tut mir sehr leid. Ich hätte Ihnen gern noch die Rente erklärt. Das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Die Steuer hätte ich Ihnen auch gerne noch erklärt. Muss ich auch beim nächsten Mal machen. Aber eins sage ich Ihnen zum Schluss. Ihre Regierung, Frau Bundeskanzlerin, ist am Ende. Sie laufen den Banken nur noch hinterher. Sie haben nicht die Kraft, die Diktatur der großen privaten Banken, Fonds, Versicherungen, Hedgefonds, also des Finanzmarktes, zu brechen, um Frieden, soziale Gerechtigkeit, ökologische Umgestaltung und Demokratie zu erkämpfen, was wir dringend brauchen. Aber ich sage Ihnen auch, es gibt nur noch eine politische Partei, die diese Krise meistern kann. Es tut mir leid, Ihnen das so klar und eindeutig sagen zu müssen. Das ist die Partei, die bei